So sehen Sieger aus, oder besser gesagt Rekordhalter. Die 4x200 Meter Staffel um Europameister Marco Koch des Darmstädter Schwimm- und Wasserballclubs hat einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Beim internationalen Schwimmfest sollte der Versuch gelingen. Rund ums Becken hatten sich die Schwimmfans versammelt. Alle wollten dabei sein. Der bisherige Rekord wurde von den Wassersportfreunden Hannover gehalten. Der Rekordversuch. Ein einzelner Lauf, sprich nur das Quartett des DSW war im Wasser. Bei Startschwimmer Jonas Schauder hatte der Trainer so seine Bedenken, denn aufgrund von Krankheit hatte er deutlichen Trainingsrückstand und ist nach Angabe des Trainers die ersten 100 Meter viel zu schnell angeschwommen. Doch er konnte das Tempo halten. Bereits im Vorfeld hatten sich die Schwimmer ausgerechnet, dass der Rekordversuch klappen könnte. Ja, wir hatten natürlich ausgemacht, was jeder ungefähr schwimmen muss, aber dass es dann so deutlich wird, hätten wir, glaube ich, alle nicht gedacht. Also wir hätten gedacht, es wird eine sehr enge Kiste. Jens Fehrmann als zweites im Wasser. Und schon jetzt merkte der Trainer, es könnte klappen. Während Jonas Schauder schon das Rennen beobachten konnte, wartete der Europameister noch auf seinen Einsatz. Auf der dritten Strecke dann Julius Flohr unterwegs. Er, der eigentlich ein Lagenspezialist ist, doch auch er machte seine Sache richtig gut. Doch sicher war sich Marco Koch immer noch nicht, ob der Rekord klappen könnte oder nicht. Denn der Trainer hat mich ein bisschen verarscht. Er hat gemeint, 2:11 muss ich auf jeden Fall schwimmen, hat er mir zugeschrien. Da habe ich schon gedacht, oh, das wird ein enges Ding. Da bin ich 2:08 geschwommen und ja, war dann doch sehr deutlich. Angetrieben von der falschen Zeit des Trainers gab Marco Koch alles. Er wollte den Rekord für sich und seine Teamkollegen, ja, für den ganzen Verein nach Darmstadt holen. Am Ende schwamm Marco Koch eine Weltklassezeit, auch durch den Trick des Trainers. Also 2:11 weiß er genau, kann er schwimmen. Und hätte ich ihm gesagt, jetzt 2:14, das wäre langweilig gewesen. Aber so hat er nochmal Gas gegeben, war richtig gut. Neuer deutscher Rekord über 4x200 Meter Brust. Die alte Marke deutlich um 6 Sekunden unterboten. Und Marco Koch mit einer Weltklassezeit von 2 Minuten und 8. Da war sogar der Trainer überrascht. Definitiv. Aber schon der Startschwimmer, der Jones, dass er so gut geschwommen ist, war schon top. Dann der nächste Schwimmer, der auch Saisonbestleistung geschwommen ist, war auch super. Und Julius war genau im Plan und Marco war halt auch mit einer 208.1. Das war eine Weltklassezeit. Marco Koch allerdings war nicht nur wegen der Staffel in Darmstadt. Er startete auch über die 50 und 200 Meter Brust. Immerhin befindet er sich in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kasan in Russland in gut einem Monat. Und da hat Marco keine kleinen Ziele. Ja, ich hoffe auf jeden Fall nochmal Verbesserung seines eigenen Rekordes, also vom deutschen Rekord. Vielleicht, wenn alles optimal läuft, kann er schon Weltrekord schwimmen vielleicht. Aber man muss gucken, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Also ich schätze schon, dass Weltrekord geschwommen wird. Wenn er es ist, der dann am schnellsten ist, wäre super. Bei der WM wird sich Koch allerdings nur auf seine Paradedisziplin, die 200 Meter Brust, konzentrieren. Die standen dann auch noch in Darmstadt auf dem Programm. Hier allerdings war Marco Koch zum einen konkurrenzlos, zum anderen nach den ganzen Rennen auch schon etwas platt.